Recht herzlich willkommen zur 10. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, letztes Mal haben wir noch kurz vor Schluss eine Meldung gehabt, dass hier 200 Siedler rein sind. Und ja, da müssen wir gucken, dass wir das jetzt auch hinkriegen, dass wir das halten. Das Problem, was wir da allerdings bei haben, ist das, dass es eine teure Angelegenheit ist, weil eine Kolonie mehr ist, ne? Das sehen wir hier. Zack, da Minus ohne Ende. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Wir müssen hier 512 reinkriegen. Also nicht für 512, sondern 1000 kriegen, dass das da passt, ohne dass wir hier was verlieren. So, und das wird schon schwierig genug sein, weil Dreier sind das hier, die das uns kostet. Wir müssen unbedingt die Kosten senken. Und jetzt können wir hier natürlich runtergehen. So, auf 50%. Allerdings wird das hier vielleicht dann nicht mehr werden. Das müssen wir mal gerade beobachten, wie das läuft. Also 202 und 512. Die Einladung könnt ihr euch schenken. Freier Beraterplatz. Okay, da haben wir zwei weggelassen. Da wäre schon zu überlegen. Aber das mit dem Prestige möchte ich gerne behalten. Was der nächste Monat uns gibt, müssen wir gucken, ne? Da Auto speichern. 212, 512. Noch steht's. Ja, Bilanz ist gut. Knapp im Plus. Diplomaten sind frei. Tja, jetzt überlegen, was wir mit denen machen, ne? Hier bleibt's gerade stehen, ne? Das ist zu wenig dann. Da sind Spanier, oder? Oder Kastil. Bei den Kolonien passiert jetzt leider nichts. Das heißt, wir müssen definitiv höher, damit was passiert, ne? Ja, das war der Armeeunterhalt, der ist verkehrt. Ja, hier unten ist jetzt was passiert. 537. Ein bedeutender Mann ist in unseren Diensten gestorben. Okay. 587, okay. Wir dürfen hier die 200 nicht verlieren. Das ist das Entscheidende momentan. Wir müssen mal kurz mal die Zeit schaffen. So, gibt's hier Eingeborene? Nein. Ich würde jetzt fast sagen, wir teilen die mal gerade, die Armee. Halbieren wir. Okay, nee. Und die schicken wir mal gerade rüber und gucken, was dort machbar ist oder nicht. Okay, da haben wir gewonnen, das ist gut so. Da haben wir sogar einen Bürger, jetzt einen Siedler mehr bekommen, ne? Das andere läuft, das heißt, wir müssten das eigentlich irgendwie hinkriegen gerade. Was macht das hier? 14, da können wir mit leben, würde ich sagen. Und die müssen sich erholen. Müssen wir aufpassen, dass wir da keinen Widerstand zu groß haben. Ja, wir sind aber hier mit 714 schon gut am Laufen. Das sollte gleich funktionieren. Gut. Einmal reingeguckt, das ist noch alles okay. Die Stimmung hier ist ja ganz gut. Abspeichern. Ne, das wollte ich gar nicht. Euer Land anschauen. Ja, so. Und ich bin ein bisschen daneben gekommen. Ah, da gibt es sogar die Huronen. Okay, das sind unsere Feinde, sozusagen. Aber sonst ist alles gut. Geld 14 minus. Jetzt ist hier nur einer dazugekommen, glaube ich. Ne? Hier oben noch Plus.
Gut. Ja, finanziell. Haben wir noch einen Händler? Nein. 200 sind verfügbar, okay. Kolonist ist in Bewegung. 766 haben wir gerade an Leuten da. Missionar, 766, 791, okay, das wächst gerade gut. Gut, diplomatische Beleidigung. Mal schauen. Wir werden die nicht... Miamisch. Oder Miamisch? Miamisch, würde ich sagen. Entspannungsversuche anstreben. Ja, bringt das was? Warte mal. Lass uns die doch mal gucken, wo die... Ach, die sind das, alles klar. Die sind verbündet mit denen, dann lass uns doch hier den Entspannungsversuch anstreben, oder? Ja, machen wir mal. So, hier müssen wir jetzt gucken, dass das fertig wird. Prestige 23. Wir sind jetzt schon wenigstens bei 800. Staatsehre. Wie sieht's denn mit Darlehen eigentlich aus? 3 Stück und 15, 27. Okay, das sind noch 2 Jahre. Und dann wird bald fertig, ja. Und die Berater sind auch einer frei. 842, gut. Und das schreitet ja nun mal fort, ne? Achso, wir waren hier noch stehen geblieben, oder? Nee, da wollte ich gucken. Okay, das ist hier bald fertig. Und dann können wir Docks bauen. Wer ist das? Norweger, okay, auch interessant. Okay. Habe ich die Docks jetzt schon? Ne, die kommen jetzt als nächstes, denke ich mal dann, ne? Schiffe können wir ja noch nicht bauen. Vielleicht dann. Das könnte ja sein, ne? Ne, ich möchte nicht zu eurer Föderation gehören. Ist alles klar. Oh, okay. Sehr gut. So, das bedeutet jetzt, dass wir unsere Finanzen hier wieder etwas hochdrehen können. Sogar ganz schön. Und dabei sogar noch die Armee auch noch hoch machen können. Ist das hier nur bei uns einer gewesen? Nein. Gut, dann streben wir da natürlich auch weiter. Gehen wir da mal rüber. Die würde ich jetzt mal vereinen, ne? Passt, da gibt es keine Eingeborenen mehr. Und hier ist... ach so. Zur Kernprovinz machen. Machen wir. Bedeutender Mann ist gestorben. Okay, das war der. Den würde ich jetzt mal weglassen, erstmal gerade. Damit wir finanziell ein bisschen mehr auf die Beine kommen. Können wir wieder was bauen? Okay, die Docks. Machen wir doch mal. Da kann keiner von uns gewesen sein. So, können wir denn jetzt, weil wir die Docks haben, Schiffe bauen? Nein, können wir immer noch nicht. Das ist komisch. Das ist komisch. Da nehmen wir bald fällig, ja.
Hier können wir auch noch bald was machen. Was kommt als nächstes? Wesentliches Finanzinstrument. Aha, das hat geklappt. Müssen wir hier noch einen Dock bauen? Könnte das vielleicht sein? Ja, aber da können wir nichts machen irgendwie. Das, was da ist, geht nicht. Hier geht das genauso wenig. Wir brauchen erst einen westlichen Nachbarn, ne? Und da haben wir noch keinen. Ist hier unten irgendwo einer? Nein, auch nicht. Ja, da müssen wir weiter arbeiten, dass es klappt, ne? Das geht langsam voran hier, 256. Oh, können wir doch um Dingens senden. Dann wird das wahrscheinlich auch schneller gehen, kann das sein? Hm, schlechte Sache gewesen, ne? Keine Eingeborenen, alles klar. Gut. Achso, wir wollten nochmal hier Handel gucken. Wie sieht es damit aus? Fälle. Ja, super. So gute Neuigkeiten finde ich das jetzt nicht. Aber naja, wenn das da steht. Darlehen zurückzahlen. Gut. Wir haben keinen bedeutenden Mann, also alles gut. So, jetzt müssen wir gucken. Das ist die Hudson-Mündung, haben wir. Den haben wir leider nicht, weil da unser Gegner ist. Oh, da ist ein Anführer abgestorben. Das ist jetzt aber nicht schlimm. Das läuft alles so rein oder nach hier oben? Da ist noch was. Wichtiger natürlicher Hafen. Den müssen wir dann nochmal kriegen. Ja, da verlieren wir besser die militärische Macht, ne? Mal Prestige? Nee, nee. Da oben haben wir ja schon einen Händler. Wir müssen gucken, dass wir da weiter vorankommen noch. Ich würde jetzt sagen, dass wir auf das Ziel gehen, ne? Aber ich würde dann doch an der Küste lang gehen wollen, damit wir nicht so schwierige Sachen mit dem Dingens haben, ne? Wenn wir das Inland noch für uns behalten wollen, ne? Wo können wir das investieren? Ja, da, Tempel. Machen wir doch, oder? Okay. Tja. Geld ist gut. Können wir noch ein Darlehen abbauen? Ja, können wir. Machen wir auch. Zurückzahlen. Das will er nicht. Okay, weg damit. Und da fehlt es noch ein bisschen an Geld, 29. Das bauen wir dann auf jeden Fall aber auch ab. So, Handel ist geklärt. Da müssen wir hin. Da gibt es sogar zwei Sachen. Ne, normaler Winter steht da nur. Also alles gut. So. 464, 31% steht da, alles prima. Speichert gerade ab wieder. Ja. Hier können wir jetzt nichts machen, wir brauchen einen westlichen Gegner. Wir könnten Regimenter rekrutieren. Unruhen gibt's nicht. Nein, wollen wir nicht.
Mein Darlehen wird bald fällig. 29 war das, ne? Ja. Also irgendwas bei 31 brauchen wir. Wie sieht denn unsere Truppenstärke aus? Ne, da müssen wir hier gucken. von 16. Wir können also noch 2 Einheiten dazu nehmen. Würde ich jetzt aber gerade nicht empfehlen, ne? Ja. Wir können einen kostenlosen... kriegen, dann nehmen wir den auch, oder? Oh, der ist auch schwach, ne? Nehmen wir aber trotzdem dabei. Besser wie nix. Sind sie nett, oder was ist das hier? Connecticut, nicht? Sind sie nett, Connecticut. Okay. Ja. Hält alles an. 594 steigt. Stellt sich die Frage, wie gehen wir weiter vor? Hier weiter hochziehen. Macht vielleicht Sinn. Haben wir schon irgendwo ein westliches Land angrenzend? Nein, ist nicht. Ja. Also langsam, peu à peu geht's voran. Wir versuchen dieses zu kolonisieren. Sind bei 650, ist ein guter Wert. Mehr Truppen, würde ich jetzt sagen, brauchen wir nicht. Darlehen können wir zurückzahlen, das machen wir dann auch sofort. Na, warum flackert das so? Okay, passt. Jetzt sind wir darlehenslos, haben 1,8 hier. Alles voll unterstützt hier, ne? Jetzt könnten wir auch noch sogar einen Berater einstellen. Wäre dann zu überlegen, was wir bräuchten, ne? Eigentlich hier ganz viel überall, ne? Das geht ja gut voran. Ich glaube, wir würden das hier besser machen. Stufe 5 braucht man, ne? Aber ob wir dann hier trotzdem diese Ideen machen können, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir dann gucken, ne? Söldner, hier wollte ich nochmal reingucken, können immer noch keine Schiffe bauen. Zur Kernprovinz kann man nichts machen. Missionar senden. Kultur ändern ist alles im grünen Bereich. Ja, Entwicklung können wir noch was machen vielleicht. Machen wir erstmal alles 2, haben wir gesagt, ne? Da geht das noch nicht. Gut, okay. Das müsste ja dann irgendwo sich bei uns finanziell ausgemacht haben, ne? Wir hatten 1,8, jetzt haben wir 2,03. Alles gut. Probleme lösen, Stabilität verlieren. Und da gibt es Inflation. Stabilität haben wir 1. Und die Inflation. Die können wir dann mal senken. Automatisch speichern. Und das geht dann 2 runter. So, ein Stabilitätseinbruch. Super. Okay. Verwaltung 6, Militär 5 und Diplomatie 1. Schlecht. Die senken wir nochmal. 6, 1, 5. Das ist hier natürlich dann zurückgegangen.
Globale Tarife. Kohlenhage. Ja. Ich sag mal, den nehmen wir dazu. Bedeutender Mann ist gestorben. Das kann nicht unser sein, den haben wir gerade erst dazu genommen. So. Hier sind wir gleich fertig. Dann würde ich sagen, können wir sofort darüber marschieren. Das machen wir gerade noch. Das machen wir noch zur Kernprovinz. Okay, und schon wieder abspeichern. Und hier senden wir einen netten Herrn, der da haben wir sofort gewonnen, das ist doch auch super. Und da ist jetzt auch der Kolonist dran. Gut, und dann würde ich sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.